As I said a little bit, wie ich schon gesagt habe, komme von den Backstreets of Europe. Ich komme von den Hinterstraßen Europas. I was one of those men. Ich war einer dieser Männer. That nobody gave one dime for that I should change. Niemand gab nur einen Pfennig, dass ich mich verändern sollte. Even my parents. Sogar meine Eltern. Called the police when I came home. Haben die Polizei gerufen, wenn ich nach Hause kam. I was 30 years old. Ich war 30 Jahre alt. Sitting in a rehab center for drug users. Ich saß in diesem Reha-Center für Drogenabhängige. Not to clean up my life. Ich war nicht dort, um mein Leben zu reinigen. But we was on a run from the police. Wir sind geflohen von der Polizei. I stole lots of money. Hab sehr viel Geld gestohlen. We couldn't be on any hotel. Wir konnten uns nicht in einem Hotel verstecken. The police was looking there. Die Polizei hätte uns dort gesucht. At that time we needed a passport. Und zu dieser Zeit brauchte man noch einen Pass. To cross the border. Dass man über die Grenzen kam. So the police was waiting for me. Also die Polizei hätte dort gewartet. But non-police, aber keine Polizei, expected to find me, hat erwartet mich zu finden in a Christian rehab center. In einem christlichen Reha-Zentrum. That was God's strategy. Und das war Gottes Strategie. He wanted to talk to me. Er wollte mit mir sprechen. 16 years. 16 Jahre. I had been wasted. Habe ich verschwendet. As a pimp. Als Zuhälter. And a drug dealer. Als Drogendealer. One who was robbing men. Männer ausgeraubt, beating our people. Leute zusammengeschlagen. Everything I did, alles, was ich gemacht was hatte, nothing to put on the table. Das war alles nichts, was ich auf den Tisch legen konnte. It was bad. Es war alles schlimm. It was bad. Es war schlimm. It was bad. Es war schlimm. But there was one who never forgot me. Aber da war einer, der hat mich nie vergessen. That was the one who made me. Das war der mich geschaffen hat. And the one who made me, und der mich gemacht hat, he never forgot what he had made. Der hat niemals vergessen, was er gemacht hat. He loved me. Er hat mich geliebt. And he wanted me. Und er wollte, dass ich, to be saved. Dass ich errettet werde. He saw something in me. Er hat etwas gesehen in mir. That he could use. Dass er verwenden konnte. I never planned to do what I'm doing today. Ich habe nie geplant, das zu tun, was ich heute mache. But God saw this man. Aber Gott hat diesen Mann gesehen. With the tattoos. Mit den Tätowierungen. The broken face. Zerbrochenen Gesicht. With my horrible testimony. Mit meinem schrecklichen as a key, als Schlüssel, to reach into those people you saw on the photos. Um diese Menschen zu erreichen, die du auf diesen Fotos gesehen none hast. Of you can go where I'm going. Keiner von euch kann dahin gehen, wo ich hingehe. None of you guys. Keiner von euch can see what I have seen. Kann sehen, was ich gesehen see habe. My lovely wife. Du siehst meine Frau. She has never been what I have been. Sie war nie das, was ich gewesen war. She was raised up as a good Catholic girl. Sie ist als gute Katholikin aufgewachsen. Never been misusing drugs. Hab nie Drogen genommen. Never used much alcohol. Hab nie Alkohol getrunken. Never been working in the red light district. Hab niemals im Rotlicht gearbeitet. My wife is a very, very educated computer girl. Meine Frau ist eine sehr ausgebildete Computerfrau. High education. Hohe Ausbildung. So I don't know what she saw in me. Also ich weiß nicht, was sie mir gesehen hat. But we got married. Aber wir haben geheiratet. Hallelujah. Halleluja. She is going with me. Und sie geht mit mir. She have seen. Sie hat gesehen, what none other people in Austria can dream about. Wo niemand in Österreich davon träumen kann. In every meeting, in jeder Versammlung. You saw my wife in the corridor in the Philippines. Du hast meine Frau gesehen in diesem Gang in den Philippinen. But you didn't saw her with the microphone. Aber du hast sie nicht gesehen mit dem Mikrofon. You saw the video with 350 inmates. Du hast das Video gesehen mit 350 Insassen. When my wife had taken the microphone. Wenn meine Frau das Mikrofon nimmt dort. Only for 4 or 5 minutes. Nur 4 or 5 Minuten. With her background, mit ihrem Hintergrund, but together with the Holy Ghost, aber zusammen mit dem Heiligen Geist, she is sharing the word of God. Sie teilt das Wort Gottes mit. And I have seen, und ich habe es selbst gesehen. And I had heard, ich habe selbst gehört. How murderers, wie Mörder, and terrorists, wie Terroristen, start crying, anfangen zu weinen, and giving a life to Jesus. Und sie geben ihr Leben Jesus. When my wife was sharing the word of God, wenn meine Frau das Wort Gottes mit. But that the only one. Of 1 million women. Aber das ist nur eine von einer Million von Frauen. That can do what we are doing. Die das machen können, was but wir God machen. But God saw something in me. Aber Gott sah etwas in mir. But I had to change. Aber ich musste mich verändern. Before he could use me. Bevor er mich gebrauchen konnte. One day he sent a young girl into my life. Eines Tages schickte er eine junge Frau in mein Leben. Von der Pentecostal Church back in Norway. Und sie war von der Pfingstgemeinde in Norwegen. Young girl. Es war eine junge Frau. 18, 19 years old. Sie war 18, 19 Jahre alt. She stood before me. Und sie steht vor mir. And she looked at me. Und sie sah mich an. And she said with a very friendly voice. Und sie sagt mit einer sehr freundlichen Stimme. Big man. Großer Mann. Would you like to change your life?
Möchtest du gern dein Leben verändern? And I was laughing. Und ich habe gelacht. I said, how can I change? Ich sagte, wie kann ich mich verändern? Everybody hates me. Jeder hasst mich. Everybody are afraid of me. Jeder fürchtet sich vor mir. But she looked at me. Aber sie hat mich angesehen. And then I become afraid. Und dann habe ich mich gefürchtet. I was used when I met women. Ich war es gewohnt, wenn ich Frauen traf. I watched the eyes. Ich habe ihre Augen beobachtet. I saw hate. Ich habe Hass gesehen. Condemnation. Verdammnis. No woman loved me. Keine Frau hat mich geliebt. They feared me. Die haben mich gefürchtet. And I can understand. Und ich verstand es. But when I looked at that young girl, aber als ich diese junge Frau sah, I saw her eyes was different. Ich sah ihre Augen waren anders. No condemnation. Keine Verdammnis. No critic. Keine Kritik. And that scared me much more than the gun scared me. Und das hat mich viel mehr erschreckt als Pistolen das konnten. I have seen people killed. Ich habe gesehen, wie Leute umgebracht wurden. One man, friend of me, was beaten to death beside me. Ein Freund von mir wurde zu Tode zerschlagen. Again and again. Immer und immer wieder. Things like that happen. Sind solche Dinge geschehen. So the dead was not anything new for me. Also der Tod, da war nichts Neues für mich. I didn't fear the dead. Ich habe den Tod nicht gefürchtet. Because I knew the dead. Weil ich ihn kannte. But when I looked at her eyes. Aber als ich ihre Augen sah. Wow, I started to be nervous. Ich fing an, nervös zu werden. She had something. Sie hat etwas gehabt. That I had never ever met before. Das ich nie zuvor getroffen habe. I didn't knew I looked at the Holy Ghost. Ich wusste nicht, dass ich den Heiligen Geist ansah. I didn't knew. Ich wusste nicht. The Holy Ghost was living in her. Dass der Heilige Geist in ihr gelebt hat. And the Holy Ghost. Und der Heilige Geist. Loves to have some windows. Der liebt Fenster. To look out of. Durch die er durchschauen and kann. And he looks out of your eye. Und er schaut aus deine Augen hervor. He looked out of her eyes. Er hat aus ihren Augen gesehen. It was the Holy Ghost I saw. Es war der Heilige Geist, den ich gesehen habe. I saw the power. Ich habe diese Kraft gesehen. And I saw the love. Ich sah diese Liebe. That only the Holy Ghost can make. Die nur der Heilige Geist geben kann. Human talking. Wer wird sprechen? Every woman hated me. Jede Frau hat sie ab mich gehasst. Nobody could love me. Niemand konnte mich lieben. But by the power of the Holy Ghost, aber durch die Kraft des Heiligen Geistes she could love me. Konnte sie mich lieben. And I said, sweetheart, ich sagte, Liebling, with a so stupid question, mit so einer dummen Frage, you better have a good answer. Brauchst du eine gute Antwort? Can you help me? Kannst du mir helfen? I never forget it. Ich werde das nie vergessen. She said, big man. Und sie sagte, großer Mann, just a piece of cake. Das ist nur ein Stück Kuchen. She spoke my language. Sie sprach meine Sprache. The way we are talking the language of the murderers. So wie wir zu diesen Mördern sprechen. I said, how can you help me? Ich sagte, wie kannst du mir helfen? No doctors. Kein Arzt. No therapist. Kein Therapeut. No medicine. Keine Medizin. Nobody can help me. Niemand kann mir helfen. How can you help me? Wie kannst du mir helfen? She was smiling. Und sie hat gelächelt. And said very friendly. Sie sagte sehr freundlich. The reason why I can help you. Der Grund, warum ich dir helfen kann. Because I know. Weil ich weiß. The one who made you. Ich kenne den, der dich geschaffen hat. She spoke my language. Sie sprach meine Sprache. In your mind, think this is a mobile telephone. Stell dir mal vor, das wäre ein Handy. Your mobile telephone. Dein Handy zum Beispiel. One day something happened with your mobile telephone. Eines Tages geschieht etwas mit deinem Handy. It doesn't work. Es funktioniert nicht mehr. It's destroyed. Es ist kaputt. At that moment. In diesem Moment. You have two opportunities. Hast du zwei Möglichkeiten. You can drop your telephone home. Du kannst dein Telefon zu Hause liegen lassen. And it will never be work. Und es wird niemals mehr funktionieren. Or you can take your telephone. Oder du nimmst dein Telefon. And work your und bringst dein Telefon to the place where they made it. Zu dem Platz, wo sie es gemacht haben. They can repair it. Die können es reparieren. Only that place, nur dieser Platz, that made your telephone, die dein Telefon gemacht haben, knows how to repair your telephone. Die wissen, wie sie dein Telefon wieder reparieren. That's your life. Dein Leben. That's my life. Das ist mein Leben. Only the one who made us, nur der, der uns geschaffen hat, know how to repair what we have destroyed. Weiß, wie er wiederherstellen kann, was wir kaputt gemacht haben. Every unbeliever. Ich spreche zu jedem Ungläubigen. In prison. Im Gefängnis. Open air meeting. Open air Versammlung. We will soon be in Pakistan now. Wir werden bald in Pakistan sein. To have big open air meetings. Und große Open air Versammlungen. And the way we communicate. Und der Weg, wie wir dort sprechen. Has to be a way people can understand. Das muss so sein, dass die Leute dich verstehen können. And I was laughing. Und ich habe gelacht. Can you, God,
maybe do something with my sickness. Ich sage, kann dein Gott etwas mit meiner Krankheit tun? 16 years on drugs. 16 Jahre auf Drogen. Alkohol. Steroide. Had destroyed my body. Haben meinen Körper zerstört. Yes, I was looking very, very good. Ja, ich habe gut ausgesehen. I was a good looking pimp. Ich war ein gut aussehender Strong as Schwarzenegger. Ich war stark wie Schwarzenegger. Combination of steroids. Kombination mit Steroiden. And amphetamine. Und Amphetaminen. Made me very good looking and very strong. Haben mich sehr gut aussehend und stark gemacht. But inside, aber innen drin, not everything was so good. War nicht alles so gut. My back was destroyed. Mein Rücken war zerstört. My left knee was destroyed. Mein linkes Knie war kaputt. And not everything was okay with my inner part. Und mein Innerteil war nicht ganz so gut. I said, "Can your God do something with me?" Ich fragte, kann dein Gott etwas mit mir machen? She was laughing. Sie hat gelacht. Just a piece of cake. Ein Stück Kuchen, sagte sie. The one who made you. Der dich geschaffen now hat. How to repair what he has made. Der weiß, was wieder herstellt, was du kaputt gemacht hast. Did I believe it? Habe ich es geglaubt? Absolutely no. Überhaupt nicht. I have faith like an ameise. Ich habe Glaube gehabt wie eine Ameise. I have faith like a mosquito. Wie eine Mücke. But I said to the lady, aber ich sagte zu dieser Frau, if you are so convinced, wenn du so überzeugt bist, that Jesus can change my life, dass Jesus mein Leben verändern kann, pray for me, dann bete für mich. I'm gonna give Jesus a chance. Dann probiere ich das mit Jesus. And she said, no, big man, sie sagte, nein, großer Mann, I don't pray for you. Ich bete nicht für and dich. I said, am I too bad? Ich sagte, bin ich zu schlecht? She said, no, no, no. Nein, sagt sie. But the Bible said, die Bibel sagt, you have to do the praying by yourself. Du musst selber beten. We can pray for people. Wir können für Leute beten. But for salvation. Aber für Errettung. That is a personal prayer. Das ist ein persönliches Gebet. Your father and mother. Dein Vater, deine Mutter. Can bring you to church. Die können dich in die Gemeinde but bringen. But they can never pray for salvation. Aber die können dich nicht zur Errettung beten. That is your personally connection with God. Das ist eine persönliche Verbindung mit Gott. The Bible said, und die Bibel sagt, if you believe in your heart, wenn du in deinem Herzen glaubst, and you pray with your mouth, und du betest mit deinem Mund, then you shall be saved. Dann bist du gerettet. People can bring you to church. Die Leute können dich in die Gemeinde mitbringen. But that's it. Aber das war's. They can encourage you. Die können dich ermutigen. To receive Jesus. Dass du Jesus annimmst. But the receiving. Aber das Empfangen. Are a personal thing. Das ist eine persönliche Sache. With you and Jesus. Mit dir und Jesus. And I said, sweetheart, und ich sagte, Liebling, I can curse 10 minutes without stopping. Ich kann 10 Minuten fluchen, ohne dass ich aufhöre. But I don't know how to pray. Aber ich weiß nicht, wie ich bete. She said, big man, sie sagte, großer Mann, let me help you to pray. Lass mich dir helfen zu beten. We prayed that prayer. Wir haben dieses Gebet gebetet, that you heard on the video. Dass du auf diesem Video gehört and hast. I said, Jesus, wenn ich sage, Jesus, I receive you. Ich empfange dich. As my Lord. Als meinen Herrn. My Savior. Meinen Retter. And my Healer. Und meinen Heiler. Amen. Amen. Very simple prayer. Es war ein sehr einfaches Gebet. I had faith as a mosquito. Ich habe Glaube gehabt wie eine Mücke. But I have faith in someone that were bigger than the mosquito. Aber ich habe Glaube an jemanden gehabt, der größer als diese Mücke. I went to my Creator. Ich bin zu meinem Schöpfer gegangen. And he heard my prayer. Und er hat mein Gebet gehört. He saved me. Er hat mich gerettet. But in my pocket. Aber in meiner Tasche. I had lots of drugs. Habe ich viele Drogen gehabt. In that pocket. In dieser Tasche. Lots of prostitution money. Sehr viel Prostitutionsgeld. In my room, I had my gun. In meinem Zimmer habe ich meine Pistole gehabt. And I said to the Lord. Und ich sagte zu said mir, to the girl. Sagte zu dieser Frau. What about that? Was ist mit dem? She said, that's not your problem. Nicht dein Problem, sagte. No, you have prayed for jetzt salvation. Hast du für Errettung gebetet. Now he gonna talk to you. Jetzt wird er zu dir sprechen. Did I believe it? Habe ich das geglaubt? Not at all. Überhaupt nicht. But I was hanging on. Aber ich habe mich festgehalten. Before she left that day. Bevor sie an diesem Tag weggegangen she said, no, we have done the most important. Sie sagt, jetzt haben wir das Wichtigste gemacht. Jesus are living in you. Jesus lebt jetzt in dir. But she asked me a very simple question. Aber sie hat eine sehr freundliche Frage gestellt. How many days, how many times a day do you eat food? Sie hat gesagt, wie oft am Tag isst du etwas? I said, 3 to 4 times a day. 3 bis 4 Mal am Tag. And she said, sie sagte, what will happen? Was wird geschehen? If you stop eating. Wenn du aufhörst zu essen. After a month. Nach einem Monat. After 2 months. 2 Monate vielleicht. You're gonna die. Wirst du sterben. I said, aha. Aha, sagte ich.
I'm not that educated. Ich bin nicht so ausgebildet. But even I could understand it. Aber sogar ich konnte Without das verstehen. Food, ohne Essen my body grew weaker and weaker and weaker. Wird mein Körper schwächer und schwächer. Until next stop Friedhofen. Bis der nächste Stopp der Friedhof kommt. She said, sie sagte, on the inside of you, innen in dir, there has now come a new man. In deinem Inneren ist jetzt ein neuer Mensch. If anyone are in Christ, wenn jemand in Christus ist, he and she, dann ist er und sie are a brand new neue Schöpfung. A brand new creation. Eine neue Schöpfung. The old creation is gone. Diese alte Schöpfung ist weg. The old thing has become new. Alles ist neu geworden. That inner man, und dieser innere Mensch, that inner creation, diese innere Schöpfung, she said, sagte sie, that are more real than your physical body. Die ist viel echter als dein natürlicher Körper. Need also food. Und die braucht auch Essen. As your physical body need food. So wie dein natürlicher Körper Essen braucht. The new creation, braucht diese neue Schöpfung, that you receive today, die du heute empfangen hast, will also need food. Braucht auch Nahrung. As sure as your physical body, genauso sicher wie dein natürlicher will Körper die without food, stirbt ohne Essen, your inner man, wird dein innerer the Mensch, new creation, diese neue Schöpfung, will also die, die wird auch sterben, without food. Ohne Essen. And she said, "This is the food for your new creation." Und sie sagt, das ist dein Essen für deine neue Schöpfung. Did I believe it? Habe ich das geglaubt? Not at all. Überhaupt nicht. But she said, "That is your decision." Aber sie sagt, das ist deine Entscheidung. At this moment, you are saved. Und in diesem Moment bist du errettet worden. If you're gonna die, wenn du stirbst, next stop heaven, ist der nächste Stopp der But Himmel. But if you don't start reading the Word of God, aber wenn du nicht anfängst, das Wort Gottes zu eating lesen, the Word of God, das Wort Gottes zu essen, you're gonna die, dann wirst du sterben. And you're gonna go back and be what you was before. Und du gehst zurück zu dem, was du zuvor warst. And she asked me, sie hat mich gefragt, would you love to go on as a new man? Möchtest du weitergehen als neuer Mensch? Or would you like to go back to your life as a pimp? Oder willst du zurückgehen zu diesem Leben als Zuhälter? That was a good answer. Das war eine gute Frage. Something inside of me said, etwas in mir sagte, hold on. Halt dich fest. Hold on. Halte dich fest. Hold on. Halte dich fest. There is a light in the tunnel. Da gibt es dieses Licht im Tunnel. I had never heard about the Holy Spirit. Ich habe nie vom Heiligen Geist gehört. But already after half an hour, aber sogar schon nach einer halben Stunde, the Holy Spirit was working in me. Hat der Heilige Geist in mir gearbeitet. The Holy Spirit said, der Heilige Geist sagte, okay, I'm gonna read the Word of God. Okay, sagte ich, ich werde das Wort Gottes lesen. I'm gonna feed my inner man. Ich werde meinen inneren Menschen speisen. She left. Sie ist weggegangen. And I was back. Und ich bin dort gewesen. One of my prostitutes was sitting beside me. Eine meiner Prostituierten saß neben mir. I never forget. Ich werde das nie vergessen. She started laughing. Sie fing an zu lachen. She said, Jan. Sie sagte, Jan. Will you be religious? Wirst du jetzt religiös? I said, sweetheart. Ich sagte, Liebling. Why don't you keep your big mouth shut? Warum bist du nicht einfach still? Be quiet. Sei still. If not, I'm gonna work it out. Sonst werde ich das ausarbeiten. Boom. She closed. Und sie war still. I had beat her up before. Ich habe sie zuvor geschlagen. And she knew what I could do. Und sie wusste, was ich tun kann. So she became quiet. Also wurde sie still. She was laughing. Sie hat gelacht. She was shot dead 5-6 weeks later. 5-6 Wochen später wurde sie erschossen. The next morning, der nächste Morgen, I was sitting on a breakfast table. Saß ich am Frühstückstisch. A man in my position. Ein Mann in meiner Position. Pimp. Zuhälter. Drug dealer. Drogendealer. I had lots of respect among the gangsters. Ich habe sehr viel Respekt unter den Gangstern gehabt. I had my table. Ich habe meinen eigenen Tisch gehabt. For breakfast. Zum Frühstück. Together with 2-3 other pimps. Zusammen mit 2-3 anderen Zuhältern. Nobody took my chair. Niemand hat meinen Stuhl Nobody genommen. Took my table. Niemand hat meinen Tisch I genommen. I was number one in the line for breakfast. Ich war der Erste in der Warteschlange fürs Frühstück. So I got my table. Ich habe meinen Tisch gehabt. Picked up my breakfast. Habe mein Frühstück geholt. Sitting together with the 3 other pimps. Sie sitze hier zusammen mit 3-4 anderen They were Zuhältern. Laughing. Die haben gelacht. But one of them said, aber einer von ihnen sagte, Jan, is that true? Ist das jetzt wahr? We heard that you are religious. Wir haben gehört, du bist jetzt religiös geworden. I looked at him. Ich habe ihn angesehen. And I said, hey, ich sagte, I call him by the very bad name. Ich habe ihn einen sehr schlechten I Namen said, genannt. You, I'm not religious. Ich sagte, ich bin nicht religiös. And something happened. Und etwas ist geschehen. I heard myself saying, ich hörte, wie ich selbst sagte, I am not religious, I'm a Christian. Ich bin nicht religiös, ich bin ein Christ. Wow, I said. Wow, dachte ich. Where did that come from? Wo ist das hergekommen?
the Holy Spirit. Der Heilige Geist. Was working 24 hours after. Der hat schon 24 Stunden danach schon mit mir gearbeitet. For to help me. Um mir zu helfen. It became very, very quiet. Es ist sehr still dort geworden. But the next breakfast. Das nächste Frühstück. I was sitting with the three men again. Ich saß wieder mit diesen drei Männern hier. They looked at me. Die haben mich angesehen. And I felt something was pressing inside. Und ich habe gespürt, etwas something said, wollte sagen in mir. I didn't knew it was the Holy Spirit. Ich wusste nicht, dass es der Heilige Geist war. But something said inside of me. Etwas sagte in mir. Why don't you pray for your food? Warum betest du nicht für dein Essen? Aber this is a rehab center for drugs. Das ist ein Reha-Center für Drogenabhängige. We don't pray for the food here. Hier beten wir nicht für das Essen. But that little voice come again. Aber diese kleine Stimme kam wieder. Why don't you pray for your food? Warum betest du nicht einfach für dein Essen? As a pimp. Als Zuhälter. I was never ashamed of selling my prostitute. Ich habe mich nie geschämt, meine Prostituierten zu verkaufen. As a drug dealer. Als Drogendealer. I was never ashamed of dealing drugs. Ich habe mich nie geschämt, Drogen zu verkaufen. So I get that fixed idea. Also habe ich diese fixe Idee gehabt. So why should I be ashamed of praying? Warum sollte ich mich jetzt schämen, wenn ich bete? I have seen an American movie. Ich habe amerikanische Filme gesehen. They put their hands together. Die haben immer diese Hände gefaltet. They bowed their head. Und den Kopf gebeugt. It looks like they have stomach problem. Es sah aus, als hätten sie Bauchschmerzen. And they are praying. Und dann beten sie. And I did the same. Ich habe es genauso gemacht. And I sang, thank you, Jesus. Ich sagte, danke, I Jesus. I can pray for my food. Dass ich für mein Essen beten kann. And I pray for the people around me. Und ich bete für die Leute um mich. That they will be Christians. Dass sie Christen werden. I said, wow. Wow, dachte ich. I never, ever planned to say that. Ich habe nie geplant, das so zu sagen. The Holy Spirit was in action. Der Heilige Geist hat gearbeitet. I'm looking at all of you. Ich schaue euch alle an hier. Looking at you on the screen. Ich schaue dich an, wenn du jetzt zuschaust über When Internet. Was the last time you heard the Holy Spirit? Wann hast du das letzte Mal den Heiligen Geist gehört? When was the last time? Wann war das letzte you Mal? You did what the Holy Spirit told you to do. Dass du gemacht hast, was der Heilige Geist dir sagt. You can make the Holy Spirit sorrow. Du kannst den Heiligen Geist betrüben. He has been talking and talking to you. Er spricht und spricht zu dir. But you turn him down. Aber du hältst ihm immer am Boden. Again. Immer. And again, immer wieder. And again, immer wieder. And you become lukewarm. Und du bist lauwarm. The Bible said, sagt die Bibel. Lukewarm. Lauwarm. Not cold. Nicht kalt. Not hot. Nicht heiß. But lukewarm. Du bist lauwarm. And after a while, und nach einer Weile, the Holy Spirit just give up. Der Heilige Geist gibt dann auf. Because you do not give any response. Weil du einfach nicht reagierst auf ihn. The Holy Ghost have asked you. Der Heilige Geist hat dich gefragt, to pray in your home, dass du betest in deinem Zuhause, to talk with your neighbor, dass du mit deinen Nachbarn sprichst, to pray where you work, dass du betest, wo du arbeitest, to talk to the people you work with, dass du mit den Leuten sprichst, mit denen you know, du arbeitest. The Holy Ghost are not an entertainer. Der Heilige Geist ist kein Unterhalter. He was not the part of the big show yesterday. Er war nicht Teil der großen Show gestern. What's im Fernsehen, der Song Contest. The Song Contest. The Holy Ghost are not into the entertainment business. Der Heilige Geist ist nicht im Unterhaltungsgeschäft. He is into the serious business. Er ist in einem sehr ernsthaften Geschäft. Life or death. Leben oder Tod. Heaven. Himmel. Or hell. Oder Hölle. The Holy Ghost. Der Heilige Geist. Are working in you. Der arbeitet in dir. To make you strong. Er will dich stark machen. To make me strong. Er macht mich stark. Not for our own benefit only. Nicht, dass wir selber nur einen Nutzen of haben. Of course. Natürlich auch. If we are not strong, wenn wir nicht stark sind, we can help nobody. Können wir auch niemand helfen. The Holy Ghost built us up. Der Heilige Geist baut by uns reading auf, the word. Wenn wir das Wort lesen. But after that, aber danach, the Holy Ghost, der Heilige Geist, want you and I, der will, dass du und ich, to be as Jesus was. Dass wir genauso sind wie Jesus. Jesus war. Said, Jesus sagt, as you Father sent me into the world, so wie du Vater mich in die Welt gesandt I'm hast, sending my disciples. So sende ich meine Jünger. With the Holy Ghost, mit dem Heiligen Geist, all things are possible. Ist alles möglich. Without the Holy Ghost, ohne den Heiligen Geist, that is not working. Funktioniert gar nicht. People start talking about it. Leute fingen an zu sprechen. But I was still ich habe immer noch geraucht. I was on heavy doctor drugs. Ich habe schwere Ärzte-Drogen gehabt. I was what they call a psychopath. Ich war, die nannten mich einen Psychopathen. My greatest joy
was to destroy people. Und meine größte Freude war, wenn ich Leute zerstörte. When you read my hands, und wenn du meine Hände liest, it is scars and scars. Sind Narben überall. Everything is broken. Alles ist zerbrochen. Alles zerstört. If I take off my clothes, wenn ich meine Kleidung ausziehen würde, würdest du all diese Narben all sehen. My body. Überall auf meinem Körper. I was a psychopath. Ich war ein Psychopath. So I had heavy doctor drugs. Ich habe schwere Ärzte-Drogen gehabt. Every evening, jeden Abend. Every morning, jeden Morgen. On a rehab center. In diesem Reha-Zentrum. I was a Christian. Ich war jetzt Christ. I was a new Christian. Ich war eine neue Schöpfung. But I was a baby Christian. Aber ich war ein Babychrist. When we are a baby Christian, wenn wir noch ein Babychrist sind, God allow many things. Dann erlaubt Gott uns noch viele Dinge. But when we start growing, aber wenn wir jetzt anfangen, erwachsen zu not werden, years, nicht Jahre, but days and weeks, sondern Tage und Wochen, this is a fast process. Das ist ein schneller Prozess. A physical baby, ein natürliches Baby, need months and years, braucht Monate und Jahre, to grow up, dass es erwachsen wird. But a spiritual baby, aber ein geistliches Baby, you can grow much faster. Du kannst viel schneller wachsen. I'm a living testimony about that. Ich bin ein lebendiges Zeugnis dafür. The day came. Dieser Tag ist gekommen. It took about 4 or 5 days. Hat 4 or 5 Tage gedauert. Every day. Jeden Tag. I was reading. Habe ich gelesen. I was eating. Ich habe gegessen. My food. Mein Essen. I was eating breakfast. Ich habe Frühstück gegessen. Dinner. Mittag. Abendessen. It took about 10 minutes. 10 Minuten ungefähr. Every meal. Jedes Essen. And I started reading the word of God. Und ich habe angefangen, das Wort Gottes zu lesen. 10 Minuten. In the morning. Am Morgen. 10 Minuten Mittag. 10 Minuten Mittag. 10 minutes in the evening. 10 Minuten am Abend. As I feed my physical body. So wie ich meinen natürlichen Körper gespeist habe. I feed my inner man. Habe ich meinen inneren Menschen gespeist. And it paid off. Und es hat sich ausgezahlt. The Holy Ghost inside of me. Der Heilige Geist in mir. One day said. Sagt eines Tages he zu never mir. Criticized. Er hat mich nie kritisiert. I underline that. Ich unterstreiche das. He never criticized. Er kritisiert niemals. But he asked me a very friendly question. Er hat eine freundliche Frage gestellt. Why do you smoke? Warum rauchst du? Eine sehr gute Frage. Gute Frage. Why do you smoke? Warum rauchst du? I had really no answer. Ich habe nicht wirklich eine Antwort gehabt. Ich war gelb, braun und blau bis zum Ellbogen auf. As a pimp, als Zuhälter. I had so much money. Ich habe so viel Geld gehabt. And the Holy Ghost. Heilige Geist. I didn't knew it was the Holy Ghost. Ich wusste nicht, dass es der Heilige Geist today war. I know it. Heute weiß ich es. But the little voice said, aber diese kleine Stimme again, sagt, why don't you stop smoking? Warum hörst du nicht einfach auf zu rauchen? I had 5 good reasons. Ich habe 5 gute Gründe gehabt. You're not a man in the Bible. Du kennst diesen Mann in der Bethesda Bibel, aber in Bethesda, in diesem Jesus Pool. Said, will Jesus you be free? Sagt, willst du frei werden? He had many excuses. Er hat viele Entschuldigungen gehabt. He said, when I gone into the water, wenn ich ins Wasser komme, somebody are there. War schon jemand dort. When I'm thinking to go there, wenn ich denke, dorthin I zu gehen, to carry me. Habe ich niemanden, der mich dann trägt. Many good excuses. Viele gute Entschuldigungen. But Jesus said, will you be healed? Aber Jesus sagt, willst du geheilt werden? Pick up your bed, dann nimm dein Bett and go home. Und geh nach Hause. The Holy Spirit said to der Heilige Geist sagte zu mir, why don't you drop the cigarette? Warum legst du nicht die Zigaretten weg? Remember it very well. Ich kann mich sehr gut dran erinnern. I said, whoever you are, ich sagte, wer immer du auch bist, it is for you to say, das ist leicht für dich, das zu sagen. You are sitting up there. Du sitzt da oben. You don't smoke. Du rauchst nicht. It is for you to say, drop your cigarette. Leicht für dich zu but sagen, I'm leg here. Sie weg, aber ich bin hier. But the voice said again, die Stimme sagte noch einmal, drop your cigarette. Leg deine Zigarette the next weg. Morning, nächster Morgen. Put the cigarette back hab die Zigarette in den Mund gesteckt. But before I heated it up, aber bevor ich sie angezündet habe, I remember I had stopped smoking. Habe ich mich erinnert, ich habe ja aufgehört. I never touched the cigarette ich habe sie niemals mehr genommen. That turned me on. Das hat mich wirklich eingeschaltet. So, many Christians so viele Christen are trying to do the most amazing things. Versuchen die erstaunlichsten Dinge zu tun. And they are failing. Und sie versagen. And it becomes something negative. Und dann wird es etwas Negatives für dich. So many Christians, so viele Christen, are trying to lose weight. Versuchen Gewicht zu verlieren. After 2 weeks, nach 2 Wochen,
You get sick and tired of the whole diet. Du hast die ganze Diät schon satt. And you start eating again. Du fängst an wieder zu essen. And you goes up 10 kilo. Und dann nimmst du 10 Kilo zu. 5 kilo more than before your diet. 5 Kilo mehr als vor deiner Diät. And you just give up. Dann gibst du einfach auf. Never ever ever try to do what you want to do. Versuch niemals zu tun, was du tun möchtest. Try what you can do. Versuch das zu tun, was du kannst. And build you up. Und bau dich selbst auf. Later to do. Später das zu tun. The bigger thing. Die größeren Dinge. Start with a small thing. Fang bei kleinen Dingen an. I started with dropping a cigarette. Ich habe damit angefangen, die Zigarette wegzulegen. 3-4 Tage später. Maybe 5 days. Vielleicht 5 Tage. The spirit come again. Kam dieser Geist wieder. I said, I want you to stop with the doctor drugs. Ich will, dass du mit dieser Ärztendrogen aufhörst. I said, ich sagte, that is the only joy I have. Die einzige Freude, die ich noch habe. If you have been on morphine, wenn du auf Morphin gewesen you bist, know you go down, du weißt, du gehst zu langsam. Everything goes slow, alles wird zu langsam. No pain in your body, keine Schmerzen im Körper. Everything is cool. Alles ist cool. That's only joy I have. Das war die einzige Freude, die ich habe, sagte ich. The Holy Spirit said, Heilige Geist sagt, why don't you stop with the medicine? Warum hörst du nicht auf damit? Important for me to say, wichtig zu sagen für mich, there was no critic. Es war keine Kritik. There was no condemnation. Da war keine Verdammnis. Important for me to say, wichtig für mich zu sagen, if you are sitting here this morning, wenn du hier bist heute Morgen, you are watching on streaming, oder du schaust zu im Internet, I do not say you're going to stop with your medicine. Ich sage nicht, hör mit deiner Medizin auf. I believe in doctors. Ich glaube an Ärzte. I believe in medicine. Ich glaube an Medizin. I believe in hospitals. Ich glaube an Krankenhäuser. We are blessed in Austria. Wir sind gesegnet hier in Österreich. Having such good doctors, dass wir so gute Ärzte good haben. Medicine, gute Medizin. Great hospitals. Großartig. I say not you're gonna stop with your tablets. Ich sage nicht, dass du mit deinen Tabletten aufhörst. Don't stop with your treatments. Hör nicht auf mit deinen Behandlungen. Dr. Lucas. Der Arzt Lucas. Was one of the closest friends of Jesus. War einer der nächsten Freunde von Jesus. Jesus worked together with the doctor. Jesus hat mit den Ärzten zusammengearbeitet. But what I'm telling you. Aber was ich dir sage. Start thinking. Fang an zu denken. If you're gonna talk with the doctor. Ob du mit dem Arzt sprechen sollst. How? What plan you can make? Welche Pläne du machen kannst? I'm testifying. Und ich bezeuge. My life. Mein Leben. Because my drugs. Denn meine Drogen. Was not something good drugs. Das waren keine guten Drogen. It was just to keep me walking. Das hat mich einfach nur am Laufen gehalten. I went down to the doctor. Ich bin zum Arzt gegangen. And I said, doctor. Ich sagte zum Arzt. I'm gonna stop with your medicine. Ich höre jetzt mit deiner Medizin auf. He said, fantastic, Mr. Erickson. Fantastischer Erickson, sagte er. And he came with a piece of paper. Er kam mit einem Stück Papier. That I had to sign. Ich musste das unterschreiben. That they're gonna stop with the medicine. Dass ich mit dieser Medizin aufhöre. He said, we're gonna put you on a plan for 6 weeks. Er sagt, wir machen einen Plan für 6 Wochen. I said, doctor, you misunderstood. Ich sagte, du hast mich falsch verstanden. I'm gonna stop today. Ich höre heute auf. Then he came with another piece of paper. Kam er mit einem neuen Stück Papier. He said, you had to write. Du musst unterschreiben. That you are responsible for your own death. Du bist verantwortlich für deinen eigenen Tod. Because you can never stop in one day. Du kannst nicht in einem Tag aufhören. Because your doses are so high. Deine Dosis ist so hoch. I was writing my name. Ich habe meinen Namen drunter geschrieben. That night, diesen Nacht, the whole rehab center ist das ganze Reha-Zentrum was walking on their toes, ist auf ihren Zehen herumspaziert. Waiting for this man to die. Und sie haben gewartet, dass ich sterbe. Waiting for the Big Bang. Die haben auf diesen großen Knall But gewartet. The Big Bang never came. Aber er ist nicht gekommen. 43 years has gone. Ist jetzt 43 Jahre her. And they are still waiting. Die warten immer noch. Well, most of them are dead. Die meisten sind schon gestorben. Today it is the Pentecost. Heute ist der Pfingsttag. I'm a living example. Ich bin ein lebendiges Beispiel. The Pentecostal power of work. Dass die Pfingstkraft funktioniert. A week later. Eine Woche später. I got this funny idea. Habe ich diese lustige Idee bekommen. I have heard a little bit about more about the Holy Ghost. Ich habe ein bisschen mehr vom Heiligen Geist schon gehört. Because one of the days. An einem dieser Tage. These youngsters. Diese Jugendlichen. From the church. Von der Gemeinde. They come to me. Die sind zu mir gekommen. And I said, Jan, die sagten, Jan, now we're gonna pray, jetzt werden wir beten, that you're gonna receive the Holy Spirit. Dass du den Heiligen Geist empfängst. I said, aha. Aha, sagte ich. But whom had talked to me? Aber wer hat zu mir gesprochen?
That was the Holy Spirit. Das war der Heilige Geist. But I was not full of the Holy Spirit. Aber ich war nicht voll des Heiligen Geistes. A glass of water that are half full. Ein Glas Wasser, das halb voll ist, place to more. Hat Platz für mehr. So they want to pray with me. Und die wollten jetzt mit mir beten. That I should experience the really power of the Holy Spirit. Dass ich diese echte Kraft des Heiligen Geistes erleben kann. They put their hands upon die haben die Hände auf mich gelegt. Understood nothing. Ich habe überhaupt nichts verstanden. One thing I realized, eins habe ich erkannt. I could smell what they have eaten for breakfast. Ich konnte riechen, was sie zum Frühstück hatten. That was not the biggest experience. Das war nicht so ein großes Erlebnis. I didn't have the big bang. Ich habe nicht diesen großen Knall gehabt. A little bit later. Ein bisschen später. A day after. Vielleicht am nächsten Tag. Something amazing happened. Etwas Erstaunliches ist geschehen. I was out walking. Ich bin draußen gewesen und bin gegangen. Quite alone. Ziemlich alleine war walking. Ich. I remember it was a horrible weather. Und ich kann mich erinnern, es war ein schreckliches Wetter. You had to be a Norwegian. Du musst ein echter Norweger sein, walk in that weather. Um in diesem Wetter spazieren zu gehen. I was thinking upon what those youngsters had done. Ich habe darüber nachgedacht, was diese Jugendlichen gemacht haben. I was so thankful. Und ich war so dankbar. They cared for me. Dass sie sich gekümmert haben um mich. And they had spoken about God has given me a new language. Und sie haben darüber gesprochen, dass Gott mir eine neue Sprache gegeben hat. And I was thinking, okay. Und ich habe darüber nachgedacht. And I said, okay. Ich sagte, okay. What can I lose? Was kann ich denn verlieren? So I was thinking, how also ich habe darüber nachgedacht. But check, ich fing an zu beten. Revivitu va kakako ki ma ho hi va ke. Hey, war schicke keketu? Hat sich so angehört. Bechike beko keke kita. As you, I understood nothing. Genauso wie du, ich habe nichts verstanden. But that was the people had told me. Aber das war das, was die Leute mir gesagt haben. When the Holy Ghost come upon you. Wenn der Heilige Geist auf dich kommt. You're gonna receive power. Dann wirst du Kraft empfangen. And you're gonna speak in new tongues. Und du wirst in neuen Sprachen sprechen. Man. It was like a rocket. Das war wie eine Rakete in mir. I had gone on amphetamine for so many years. Ich habe so viele Jahre Amphetamine genommen. But this was better than amphetamine. Aber das war viel besser als diese Amphetamine. Hört sich vielleicht komisch an für but dich. In my background, aber mit meinem Hintergrund. It was so great experience. Es war so eine Erfahrung. God had given unto me Gott hat a gift. Mir ein Geschenk gegeben. And I was talking and talking and talking. Und ich habe gesprochen und gesprochen I und gesprochen. Back, ich bin zurückgegangen. Open the Bible to Acts chapter 2. Hab die Bibel geöffnet, Apostelgeschichte 2. They were all gathered in one spirit. Sie waren alle in einem Geist zusammen. With one desire. Mit einem Verlangen. And suddenly a mighty wind came. Und plötzlich ist dieser mächtige Wind gekommen. Upon 120 men and women. Auf 120 Männer und Frauen. Der Heilige Geist ist gekommen, die Kraft ist gekommen, der Heilige Geist ist gekommen, die Kraft ist gekommen. Und die Bibel sagt, they all became speaking in another language. Sie fingen alle an, in neuen Sprachen zu sprechen. We're gonna focus for a few minutes. Wir konzentrieren uns ganz kurz upon one of them. Auf einen von ihnen. That was Peter. Das war der Petrus, der Fisherman. Der Fischer. He was known as a fisherman. Er war als Fischer bekannt. But also known as the man who denied Jesus 3 times. Aber auch als dieser Mann, der Jesus 3-mal verleugnet hat. Everybody knew Peter had denied Jesus. Und jeder wusste, dass Petrus Jesus verleugnet Peter hat. Knew it. Petrus wusste es. The 10 other disciples knew die 10 anderen Jünger wussten es. And he felt ashamed. Und er hat sich geschämt. But he was one of those men. Aber war einer dieser Männer. That was baptized in the Holy Ghost. Die getauft wurden im Heiligen Geist. But important to know that. Aber sehr wichtig zu verstehen. Nobody put the hands upon them. Niemand hat die Hände auf sie gelegt. The Bible said, die Bibel sagt, they start speaking in new tongues. Die fingen an, in neuen Sprachen zu beten. It was not God who was speaking das in war tongues. Nicht Gott, der gesprochen hat. It was them. Sie haben gesprochen. They start speaking in new tongues. Sie fingen an, in neuen Sprachen zu sprechen. They did it. Sie haben es gemacht. So people are running in a circle. Und ich sah, die Leute liefen im Kreis and asking for people to pray. Und sie beten, sie fragen, dass Leute für sie beten. But they started to talk in a new language. Aber die fingen einfach an, in neuen Sprachen zu Peter beten. Found himself. Petrus fand sich selbst. The shame disappeared.
Und diese Schande war weg. The fear disappeared. Diese Furcht war weg. He realized he was forgiven. Er erkannte, ihm ist vergeben. The Bible said, die Bibel sagt, he went from the upper room, er kam von diesem Obergemach down to the street. Und er ging auf die Straße. So many Christians, und so viele Christen. I was one of them, ich war einer von ihnen. Who think to speak in tongues. Hab gedacht, in neuen Sprachen zu beten. That's the top of the cake. Das ist wirklich das Oberste von der Torte. I cannot got anything more. Ich kann gar nicht mehr bekommen. But speaking in tongues, aber zu sprechen in neuen Sprachen, are just the start. Das ist nur der Anfang. That are just the start. Das ist der Anfang. For a life in miracle. Für ein Leben in Wunder. Peter took the tongue. Und Petrus hat diese Zungen genommen. Power, er hat diese Kraft genommen. Went out among the people. Und er ist zu den Leuten hinausgegangen. 3000 men were saved that day. 3000 Männer wurden errettet an diesem Tag. That was Peter. Das war Petrus. Who denied Jesus? Der Jesus verleugnet hat. That was Peter who was afraid. Das war Petrus, der sich gefürchtet hat. Why did Peter deny Jesus? Warum hat Petrus Jesus verleugnet? Two girls, zwei Mädchen, and one man, und ein Mann, accused Peter, haben Petrus angeklagt, for being a Christian, dass er ein Christ ist. That was why Peter denied Jesus. Darum hat Petrus Jesus verleugnet. That fear was gone. Diese Furcht war jetzt for weg. 3000 men, und vor 3000 Männern and women, und Frauen, suddenly stood up. Plötzlich sind sie aufgestanden. On an open yard, diesen offenen Feld, and received Jesus. Und sie haben Jesus empfangen. How is that possible? Wie ist das möglich? With the Holy Ghost. Mit dem Heiligen Geist. All things are possible. Ist alles möglich. But we have to yield to the Holy Ghost. Aber wir müssen uns hingeben den Heiligen Geist. We have to listen. Wir müssen ihm zuhören. And we have to practice. Und wir müssen es auch praktizieren. What the Holy Ghost telling us. Was der Heilige Geist uns sagt. The Holy Ghost told me. Der Heilige Geist hat mir gesagt, I want you to give away your whorehouse. Ich möchte, dass du dein Bordell verschenkst. That was my income. Das war mein Einkommen. I have stopped dealing drugs. Ich habe aufgehört, Drogen zu verkaufen. The prostitute was with me. Die Prostituierte war mit mir. I have sent her away. Ich habe sie rausgeschickt. I had my whorehouse back. Ich habe mein Bordell noch gehabt. In another city. In einer anderen Stadt. But the Holy Ghost said, der Heilige Geist sagt, give your whorehouse away. Gib dein Bordell weg. I was holding on a little bit. Ich habe mich noch ein bisschen festgehalten. I don't know what you know about the big money. Ich weiß nicht, was du von großem Geld weißt. But to have a whorehouse. Aber ein Bordell zu haben. And have street prostitutes. Und Straßenprostituierte zu haben. That are big money. Das ist sehr großes Geld. So it took a few minutes. Es hat ein paar Minuten gedauert. And the Holy Ghost said, der Heilige Geist sagte, did it felt bad? But stop smoking? Hat es sich schlecht angefühlt, das Rauchen aufzuhören? I said no. Nein, sagte ich. Did it feel bad, but stop doctor drugs? War es schlimm, mit den Ärztedrogen aufzuhören? I said no. Nein, sagte ich. It will not be bad when you give your whorehouse away. Er sagte, es wird nicht schlimm, wenn du dein Bordell weggibst. I called a friend of me. Ich habe einen Freund angerufen. From the office of one of the workers. Vom Büro eines Mitarbeiters dort. It was before the mobile telephone came. Bevor das Handy gekommen ist. So the workers was listening to me. Und dieser Mitarbeiter zugehört. And I called a friend of me. Ich habe einen Freund angerufen. And I said his name. Ich habe ihn beim Namen genannt. I said, do you want to have my whorehouse? Ich sagte, willst du mein Bordell? Is something wrong with you? Er sagt, stimmt was nicht an dir? I said, no, 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 no. Nein, sagte ich. I'm a Christian. Ich bin jetzt Christ. I want to give you my whorehouse. Ich will dir mein Bordell schenken. He said, you are crazy. Er sagt, du bist verrückt geworden. You are on LSD. Du bist auf LSD. You are on drugs. Du bist auf Drogen. And he hanged on. Er hat aufgelegt. He called me 2 minutes later. 2 Minuten später wird nochmal angerufen. And he said, are you sure, Jan? Er sagt, du meinst du das ernst? Can I have your whorehouse? Kann ich dein Bordell haben? Take the house. Ich sagte, nimm es. Take the girls. Nimm die Mädchen das Haus. Nimm den Alkohol. Take everything. Nimm alles. When I did that. Als ich das gemacht habe. It was such a good feeling. Das war so ein gutes Gefühl. And I was growing. Und ich bin gewachsen. Peter. Petrus. Came up from 3000 men were saved. Kam von diesen 3000 Männern, die errettet wurden. But the day after. Aber am nächsten Tag. A few days later. Es war ein paar Tage später. Peter and John. Petrus und Johannes. Was on their way to church. Die waren am Weg in die Gemeinde. I'd done that many, many times. Und das haben sie sehr oft so gemacht. But the Bible focused upon this day. Aber die Bibel konzentriert sich genau auf diesen Tag. Peter and John was baptized in the Holy Ghost. Und Petrus und Johannes waren jetzt getauft in den Heiligen Geist. You can go to church without the Holy Ghost. Du kannst in die Gemeinde gehen ohne Heiligen Geist. And nothing special happened. Und nichts Besonderes wird geschehen. You go according to tradition. Du gehst vielleicht wegen der Tradition. You don't expect so many things. Du erwartest nicht so viele Dinge. You smile to du lächelst die Leute an. You sing a song. Und singst ein Lied. Go home again. Gehst wieder nach Hause. Home watch Formel 1. Schaust dir die Formel 1 an. Watch Fußball. Oder Fußball. Want to go to the pub in the evening.
Willst du am Abend ins Pub gehen? Nothing happened. Nichts ist wirklich geschehen. Without the Holy Ghost. Ohne den Heiligen Geist. Things are boring. Sind die Dinge langweilig. But that day, aber dieser Tag, Peter and John, Petrus und Johannes, had experienced the Holy Ghost. Haben den Heiligen Geist erfahren. They come outside of church. Und sie sind von vor dieser just Gemeinde. Vor der Gemeinde stehen and Peter and John, und Petrus und Johannes, so die sehen diesen Verkrüppelten. Sie sahen ihn. You can see people, du kannst Leute sehen the Holy Ghost, ohne den Heiligen Geist. And you can see people, du kannst die Leute sehen Ghost. Mit dem Heiligen Geist. Remember the story about the good Samaritan. Erinnere dich an die Geschichte der gute Samariter. One priest, ein Priester, one Levite, ein Levit and one Samaritan. Und ein Samariter. Der Samariter saw something. Hat etwas gesehen. He was led by God. Er war von Gott geleitet. Peter said to John, Petrus sagt zu Johannes, that man, dieser Mann, he had been there every day. Der ist jeden Tag hier. But now, aber jetzt I would love to pray with him. Will ich mit ihm beten. What do you think, Peter? Was denkst du, Petrus? What do you think, John? Was denkst du, Johannes? Let's go and pray for him. Lass uns für ihn beten. The Holy Ghost makes everything different. Der Heilige Geist macht alles anders. They walked up to the cripple. Die gehen zum Verkrüppeln. And Peter said to him, Petrus sagt zu ihm, look at me. Schau mich an. Look at me. Schau mich an. And the cripple wanted money. Und der Verkrüppelte will Geld. But Peter looked at him. Aber Petrus schaut together ihn an, with John. Zusammen mit Johannes. And so silver and gold, er sagt, Silber und Gold I don't have, habe ich but nicht. What I have, aber was ich I habe, want to give to. Das will ich dir geben. Do you know, weißt du, what you have? Was du hast? Very simple question. Sehr einfache Frage. You can read what you have. Du kannst lesen, was du hast. In the word of God, Mark 16. Im Wort Gottes, Markus 16. Go into all the world. Geh in alle Welt. Preach the gospel. Predige das Evangelium. Pray for the sick. Bete für die Kranken. Cast out the devil. Treibe die Dämonen aus. Raise up the dead. Richte die Toten auf. That's what you have. Das hast du. To lay hand on the sick. Den Kranken die Hände aufzulegen. That's what we have. Das ist das, was wir haben. But do you really know what you have? Aber weißt du wirklich, was du hast? So easy to think everybody else have it. So einfach zu denken, jeder andere kann das. But do you know what you have? Aber weißt du wirklich, was du hast? By the Holy Ghost. Durch den Heiligen Geist. You have it. Hast du es? But if you are religious. Aber wenn du religiös bist. You have nothing. Dann hast du gar nichts. Nothing. Nichts. Nada. Nichts. Nada. Überhaupt nichts. But with the Holy Ghost. Aber mit dem Heiligen Geist. The gifts of God. Sind die Gaben Gottes. Are in action. In Handlung. Peter said, "What I have." Und Petrus sagt, was ich habe. I give to you. Das gebe ich dir. They have seen that man before. Und sie haben diesen Mann zuvor nothing gesehen. Happened. Nichts ist geschehen. Peter and John just baptized in the Holy Ghost. Petrus Johannes gerade getauft mit Heiligen the Geist. The Bible said they grabbed his hand. Und die Bibel sagt, sie ergriffen ihn an der Hand. There are power. Da ist Kraft. They raised him up. Sie haben ihn aufgestellt. And the cripple looked at his feet. Und dieser Verkrüppelte schaut seine Füße an. He said, feet. Und er sagt, Füße. You are changed. Ihr seid verändert. Hey, feet, you can move. Füße, ihr könnt euch bewegen. And he started running around. Und er fing an herumzulaufen. I have seen the most amazing happen. Ich habe das Erstaunlichste gesehen, was geschehen ist. These 43 years. Diese 43 Jahre. I have been into area that I will never talk about. Ich war in Gebieten, über die würde ich nicht mal was erzählen. In New York I had a knife that was a way to cut my throat. In New York habe ich ein Messer an meinen Hals gehabt, die wollten mich gerade umbringen. Das Blut ist geflossen. I said to the man, ich sagte zu diesem Mann, it will never work for you. Es wird nicht funktionieren für dich. Gott liebt dich. And I love you. Und ich liebe dich. He took the knife hat das Messer weggenommen. One man stood behind me with an ice pick. Ein Mann stand hinter mir mit einem Eispick. Downtown in Brooklyn. In Brooklyn. Ready to crack my head. Er wollte meinen Kopf einschlagen. I looked at him. Ich habe ihn angesehen. And I realized I'm 2 seconds away from dying. Ich erkannte, ich bin nur 2-3 Sekunden vom Sterben and weg. I said, my friend, ich sagte meinem Freund, God loves you. Gott liebt dich. And I love you too. Und ich liebe dich you auch. Can never do that without the Holy Ghost. Das kannst du nicht ohne den Heiligen the Holy Ghost has conquered the fear. Der Heilige Geist hat die Furcht überwunden. I had attack on my body. Ich habe natürlich Angriffe in meinem Körper spent gehabt. Time in hospital. War auch in Krankenhäusern. I'm thanking God for the hospital. Ich danke Gott für die Krankenhäuser, for the doctors für die Ärzte und für die Medizin. But I work myself out of the problem. Aber ich arbeite mich selbst aus dem Problem with the word of God. Mit dem Wort Gottes. And with the Holy Ghost. Und mit dem Heiligen Geist. Today I'm a tongue talker. Heute ich bin ein Mensch, der neue Sprachen betet, jeden Tag.
You can ask my wife. Kannst meine Frau Let fragen. Me pray for the food Wenn I pray wir fürs Essen beten, ich Let bete me pray in Zungen. For people. Wenn ich für Leute bete, I'm always touching the speaking in tongues. Ich spreche immer in neuen Sprachen. Not to be an interesting man, nicht, dass ich interessant werde, but I know where my power is aber ich weiß, wo meine Kraft herkommt. When my life is done, wenn mein Leben vorbei ist, it can be done. Dann ist es weg. When we have 6, 7, and 8 meetings a day. Wir haben 6, 7, 8 Versammlungen am Tag. A im Gefängnis, am Tag. Every meeting 30 minutes. Jedes Meeting 30 Minuten. To the next meeting. 10 Minuten Zeit in die nächste Versammlung zu laufen. You get tired after 5, 6, 7, 8 Nach days. 4, 5, 6 Tagen wirst du müde. With 8 meetings mit a day. 8 Versammlungen am Tag. My wife was standing close to me. Meine Frau steht nahe an mir. Because sometimes I'm manchmal erschüttere ich schon ein bisschen. I'm tired. Dann werde ich müde. But one thing I had learned. Aber eines habe ich gelernt. Thank you, Jesus. Thank you for power. That's why I'm so happy to be here today. My time is gone. Darum bin ich so glücklich, bei euch zu sein heute. I have really pushed speed up on this. Toby. Meine Zeit ist vorbei und ich habe euch wirklich gedrängt. Because Toby told me he just paid me for 40 minutes. Toby hat gesagt, er zahlt nur 40 Minuten. So I had to be finished. Ich muss jetzt bald fertig werden. Sense of humor. Du brauchst einen Sinn für Humor. But really, I hope we are here. Aber wir sind eben hier heute. My wife and me. Meine Frau und ich. We heard a very good friend of ours was in a hospital. Wir haben gehört, ein sehr guter Freund von uns war im Krankenhaus. We visited him. Wir haben ihn besucht. He was there together with his family. Und er war zusammen mit seiner Familie dort. He was in shock when we came. Und er war schockiert, als wir gekommen sind. He said, Jan. Er hat geflüstert, Jan. Jan. Jan hat er gesagt. I said, old man, she was sick about it. It was a life-threatening sickness. Und es war eine sehr schlimme Krankheit. Es ging um Leben und Tod. I said, yes. Ich sagte ja. Do I have my boarding card? Und er hat mich gefragt, ja, dann habe ich meine Boardingkarte. 2 weeks earlier. 2 Wochen vorher. He was sitting like you. Ist er da gesessen, so wie in du one jetzt. Church I preached. Irgendwo in einer Gemeinde, wo ich gepredigt habe. To und er hat zugehört dieser Botschaft. Then I preached about having your boarding card. Und ich habe gepredigt, hast du deinen Boarding Pass? For heaven. Für den Himmel. We all have been flying. Wir sind alle geflogen. Before you enter the plane, bevor du in dieses Flugzeug steigst, you need a boarding card. Brauchst du diese Boardingkarte. On a boarding card, und auf dieser Boardingkarte standing your name, da steht dein Name drauf and your destination. Und dein Bestimmungsort. Without the boarding card, ohne Boardingpass, they don't allow you to enter the plane. Erlauben sie dir nicht, das Flugzeug zu betreten. You need a boarding card, du brauchst diesen Boardingpass. For to enter heaven. Dass du in den Himmel kommst. On a boarding call, there has to be standing your name. Und auf diesem Boarding Pass muss dein Name stehen. Destination heaven. Bestimmungsort Himmel. If you don't have the boarding call. Und wenn du diese Boardingkarte nicht they're gonna hast, say sorry. Sagen sie, es tut mir leid. Sorry, ma'am. Es tut mir leid. Sorry, sir. Tut mir leid. You don't belong to this plane. Du gehörst nicht in dieses Flugzeug. Hell is waiting for you. Die Hölle wartet auf dich. I preached radical about that. Und ich habe darüber gesprochen. He said, Jan, und er sagt jetzt, Jan, habe ich diesen Boardingpass? I said his name, ich habe ihn beim Namen genannt. And I said, sorry, my friend. Ich sagte, es tut mir leid, mein Freund. Only you know, nur du weißt das, if you have your boarding ob du deinen Boardingpass hast. He said, no. Nein, sagt er. I said, do you want to have your boarding willst du deinen Boardingpass haben? He took my hand. Er hat meine Hand genommen. He said, please pray for und er sagt, bitte bete für mich. His wife and daughters was there. Seine Frau und seine Kinder waren with da. His hand in my hand. Und mit seiner Hand in meiner Hand. We prayed the salvation. Haben wir das Gebet der Rettung he got his boarding er hat seinen Boardingpass bekommen. And we prayed for healing. Wir haben für Heilung gebetet. My wife was there. Meine Frau ist da gewesen. God made a miracle. Und Gott hat ein Wunder gewirkt. In his bed of sickness. In diesem Krankenbett. He received salvation. Er hat Errettung empfangen. Received his healing. Er hat seine Heilung empfangen. With the same prayer. Beim selben Gebet. Have you received your boarding card? Hast du deinen Boarding Pass schon bekommen? Das ist eine sehr ehrliche Frage. That's why I'm here. Darum bin ich hier. That's what we are doing on the meetings. Das machen wir auch in den Gefängnissen. I'm not an entertainer. Ich bin kein Unterhalter. My wife said it for an hour ago. Meine Frau hat es vor einer Stunde we are not normally going to places like wir gehen normalerweise nicht an so schöne but Plätze. Because of the Corona time, aber wegen dieser Corona-Zeit we are staying home. Sind wir eben zu Hause. That's why I'm here. Darum sind wir hier. But have you received your boarding card? Hast du deinen boarding pass bekommen? Or will you do as the man? Oder willst du das machen wie dieser Mann? At the hospital. Im Krankenhaus. He received it. Er hat ihn empfangen. Without the boarding card. Ohne boarding pass.
Heaven is closed. Ist der Himmel geschlossen. But with the boarding pass, aber mit diesem Boarding Pass you're gonna enter heaven. Wirst du in den Himmel gehen. All of us here. Alle von uns hier. We try to extend our life. Wir versuchen unser Leben zu verlängern. With days and weeks and months. Tage, Wochen, Monate. And years. Und Jahre. We eat tablets. Wir essen Tabletten. We do the health. Wir machen gesunde Dinge. We do so many things. Wir machen so viele Sachen. One apple a day keeps the doctor away. Einen Apfel am Tag hält den Arzt fern. That's the way it is. So verhalten But one wir uns. Thing is sure. Aber eines ist sicher. None of us. Keiner von uns. Can hide. For the dead. Kann sich vor dem Tod verstecken. We can hide, wir können uns verstecken. But the dead's gonna find us. Aber der Tod wird dich finden. I'll say it again. Ich sage es noch einmal. The dead gonna find us. Der Tod wird dich finden. And when he find you, und wenn er dich findet, do you have your boarding pass? Hast du dann deinen Boarding Pass? We're gonna go to the place, wir gehen zu diesem Platz. According to where we are. Gemäß wo wir As sind. A Christian. Als Christ we go to heaven. Gehen wir in den Himmel. As an unbeliever, als Ungläubiger we go to hell. Gehen wir in die Hölle. Do you have your boarding? Hast du deine Eintrittskarte? If not, let me pray with Sonst lass mich mit dir beten. Can we bow our head just for a second? Können wir alle den Kopf beugen? I don't want to make any complication for anybody. Ich will das nicht kompliziert für irgendjemanden machen. Ich Close your eyes and bow your head. Nur fragen, schließ deine Because Augen, Because if you don't have your boarding card, wenn du deine Eintrittskarte, die nicht but hast, want to receive your boarding card, aber du möchtest diese Eintrittskarte bekommen, please put up your hand, dann heb jetzt deine Hand, so we can pray together. Dass wir zusammen beten können. I see the bless you so much, ich lady. Sehe diese bless Hände. You so much. Gesegnet sei dir so bless sehr. You so much. Gesegnet sei dir A so young sehr. Lady, bless you, lady. Gesegnet bist du so sehr. Are somebody more? Da oben. Bless you, bless you. Ja, gesegnet Two bist young du. Ladies down here. Bless you so much. Bless you so much. Gesegnet bist du so What sehr. What a wonderful day. Four people giving their life to Was Jesus. Was für ein wunderbarer Tag. Vier Leute geben ihr Leben What Jesus. A beautiful day. We don't want to take anybody to the front. Wir wollen jetzt niemanden nach vorne holen. Don't move around. Beweg dich jetzt But nicht can herum. We please all of us stand up? Aber wir können alle aufstehen, wo wir Let sind. Us stand up, Lass uns alle aufstehen jetzt. And I want all of us Und ich möchte, dass jetzt alle to pray this prayer, how to be saved. Dieses Gebet betet, wie man errettet wird. For to help those four people. Um diesen vier Leuten jetzt zu helfen. And pray out loud. Und bete es laut. For to help those four precious Um diesen vier Leuten zu helfen. My wife will pray the prayer in German. Und mein, ich werde jetzt in Deutsch pray beten after und du betest mir jetzt nach. Danke, Jesus, dass ich zu dir kommen kann. Danke, dass du meine Sünden genommen hast. Dass du meine Gebrechen und Krankheiten auf das Kreuz getragen hast. Und dass du jetzt in mein Leben kommst. Jetzt bin ich ein neuer Mensch. Und mein Leben gehört dir. Amen. Congratulations. Congratulations. Gratulation. Congratulations. You four people who prayed a prayer. Diese vier Leute, die jetzt das Gebet gebetet haben. Come and receive this as a gift. Komm, du bekommst dieses Buch als Geschenk. At the book table. Draußen dann am Büchertisch. Father God, lift up a hand. Heb mal deine Hand. I pray, Father, ich bete, Vater, for your mighty Holy Spirit to come. Dass der mächtige Heilige Geist kommt. As you filled me with the Spirit. So wie du mich den Geist gefüllt fill hast. Every woman. Füll jede Frau. Fill every man. Jeden Mann. Fill every believer. Füll alle Gläubigen. With your mighty Spirit. Mit deinem mächtigen mighty Geist. Power. Mächtige Kraft. In this moment. In diesem Moment. Baptize them in the Holy Spirit. Tauf sie im Heiligen Geist. Give them the power to speak in tongues. Gib ihnen die Kraft, in neuen Sprachen speak zu beten. In tongues. Sprich in neuen to Sprachen. Build themselves. Dass sie sich selbst aufbauen. Thank you, Father God. Danke, Vater. In Jesus. In Jesu Namen. Amen. Amen.